Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Part in Super Mario Galaxy. Wir haben irgendwie gerade einen Brief bekommen. Ich habe keine Ahnung warum, aber ich spreche einfach mal den Tod an. Mario, ich bin's, der Briefträger. Ja, ein Brief ist für dich gekommen. Von Peach? Okay. Lieber Mario, ich bin im Moment an einem Ort ganz weit weg. Aber das ist schon in Ordnung. Du wirst mich bestimmt retten kommen. Ich glaube fest daran. PS, ich habe dir mit diesem Brief was mitgeschickt. Ob es dir hilft? Von Peach. Dem Brief sind One-Up-Pilze beigefügt. 5 Stück. What? Okay, geil. Nehme ich. Auf jeden Fall. Nimmst du die Lieferung an? Na, auf jeden Fall. Perfekt für mich. Oh, selbst in Gefangenschaft ist die Prinzessin wundervoll fürsorglich. Also dann, bis zum nächsten Mal. Ja, geil. Ja, nice. Fängt ja gut an. Ja, gut. Bin ich schon mal vorgesorgt, wenigstens. Brauche ich mir erstmal keine Sorgen zu machen. Nein, ich will das Skillig da hoch. Dankeschön. So. Wir machen natürlich weiter, wo wir mal beim letzten Mal aufgehört haben. Und zwar... Hä? Hier ist noch ein Kometenstern, aber der wird mir nicht angezeigt. Hä? Ich mach das jetzt einfach mal. Wie gesagt, es wird mir nichts gezeigt. Es wird nur hier durch dieses Symbol gezeigt, aber nicht wie so eine Art Animation wie bei den anderen Galaxien. Whatever, egal. Wir gehen einfach nochmal dahin und lassen uns berieseln, was diesmal für ein Komet da ist. Wenn überhaupt einer da ist. Nö. Wird mir nicht angezeigt. Hä? Warum ist dann dieses Symbol dann schon da? Hä? Verstehe ich mal überhaupt nicht, aber ja gut, egal. Dann... Ah, scheint mir da so einen besonderen Stern zu geben, wie bei der letzten Galaxie hier, wie so eine Art Minispiel. Vielleicht. Wäre möglich. Ich mach's jetzt einfach mal. Weil es wieder wie so eine Art... Bitte nicht da in der Nähe. Da bin ich wieder übelst oft gestorben beim letzten Mal. Für den Teil habe ich mich dann doch entschieden, es dann rauszuschneiden, weil ich es für meine Meinung her etwas unnötig finde, euch den One nochmal zu zeigen und erneut den Stern zu holen, obwohl wir dies schon im letzten Part gemacht haben. Es waren zwar jetzt ein paar Fails dabei, wo ich das Ganze nochmal gemacht habe, aber das spielt jetzt keine Rolle. Deswegen, es geht jetzt normal wieder weiter mit diesem Part. Hä? Beim letzten Mal wusste ich das wenigstens, bei diesem einen Minispiel, nenne ich es jetzt mal. Bei diesem einen Roboter-Viech da. Aber jetzt? Hä? Ja, trotzdem. Ich lasse das jetzt einfach in der Aufnahme drin, ich fange es nicht nochmal neu an. Hä? Ich habe das mal null verstanden. Ja, jetzt auf einmal, Tempo-Komet, juhu, ein neuer... Na wunderbar, jetzt auf einmal, jetzt darf ich es nochmal machen. Ja, toll. Ist ja nicht so, als wäre ich schon auf die Suche nach diesem geheimen Stern. Juhu, jetzt zum zweiten Mal, aber diesmal wirklich. Tempo-Komet war... Ah ne, der rote war Zeitdruck. Wofür war jetzt nochmal Tempo? Ich hab das schon wieder vergessen, ey. Oh Mann. Oh, es wird alles schneller. Oh no! Das wird beschissen. Das wird beschissen. Scheiße. Ich glaube. Ah, oh, goddammit. Ja, ja, auf jeden Fall. Fragen die so dämlich. Das war jetzt Eigenverschuldung. Da konnte ich jetzt nichts dafür. Ah, scheiße. Ne, dann passe ich lieber auf. Jetzt aber lauf. Gönne das ab trotzdem. Ach, du Kacke. Boah.
Alter, Junge. What the fuck? Okay, das ist heftig. Bewegt sich auch alles schneller? Ich glaube ja, ne? Nee, nee, scheiß auf das ab, das wird schlimm. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Oh, ich bin's heftig. Ah, fuck, ey. Nee. Boah. Alter, das ist hart. Hallo, das sollte. Ey, bist du irgendwie dumm oder so? Der ist nicht weitergelaufen. So, dann halt so, wenn es halt nicht anders geht. Mein Gott. Nee. So, fast die Hälfte habe ich geschafft. Ich glaube, ich habe auch schon die Hälfte durch. Ach du Scheiße. Ich werde krepieren. Nee. Ach, dann brauche ich ja Timing. Ich wäre jetzt gerne durchgelaufen. Und hätte einen Weitsprung gemacht, aber... Nee, ich will jetzt safe durchgehen. Jetzt mit normalen Wegen. Zum Glück haben die Blöcke wie so eine Safe Zone. Sonst wäre ich jetzt tot. Alter. Zum Glück habe ich jetzt so viele Arbs, die ich wieder verschwenden kann. Ach du. Kack. Das ist doch unnormal. Kannst du bitte da weggehen? Ey, ich war so nah an diesem Stern da dran. Nicht nochmal fragen, Mann. Das ist doch selbstverständlich. Ey. Jetzt werde ich vom Game übelst abgefuckt, ne? Diese Stelle, wo ich sowieso übelst oft gefailt bin, kommt nochmal. Wo alles schneller ist. Das ist sowieso schon abartig. Ey, nee. Hä? Warum wurde ich trotzdem getroffen? Das war doch noch safe. Hä? Was ist das für ein Betrug? Hallo, geht's noch? Was war denn das für ein Assi-Scheiß? Jetzt mal ohne Witz. Was soll denn das? Betrug, ey. So ein scheiß Betrug. Ja gut, dann halt braucht der Gegner beziehungsweise ich mehr Reichweite oder so. Keine Ahnung. Es war schon übelst hier asozial, ey. Was soll denn der Scheißdreck? Naja gut, ich will mich jetzt auch nicht hier zigtausendmal wiederholen. Spring da drauf, Mann. Das ist, ey. Nein. Na, bald doch. Ey, diese Physik in diesem Game ist der absolute Rotz. Ist auch kein Wunder, warum ich auch so oft sterbe. Sonst bewegt er sich auch in der Luft Freestyle-mäßig, was weiß ich irgendwie. Aber manchmal kriegt das nicht geschissen irgendwie, ich weiß nicht. Worauf habe ich mich hier eingelassen? Naja, war ja meine Entscheidung, halt von daher. Konnte ich ja nicht wissen, dass diese Physik in diesem Game so grottenschlecht ist. Nee, ich warte lieber. Kein Bock nochmal hier. Zum Sterben. Bleibt jetzt alles uncutter, damit jetzt jeder hier die Fails jetzt hier sehen kann. Geht so oder so, auch wenn ich es schneiden würde. Aber egal. Wie dumm ich mich hier übelst anstelle. Bleib jetzt erstmal konzentriert. Macht's nur noch schlimmer irgendwie. Nee, da können. Abfuck des Todes. Nee. Ich will jetzt schon wieder nicht mehr, ne? Manchmal ist das Game schon nice und so. Aber wie jetzt hier bei solchen Dreckskometen. Zeitdruck geht ja gerade noch so, obwohl ich Zeitdruck auch nicht so mag. Aber das... Ich habe ja schon ein bisschen was erfahren, was später auf mich noch zukommt, ey.
Ey, das wird noch schlimmer. Das wird so schlimm. Und ich werde darauf keinen Bock haben, das weiß ich jetzt schon. Aber egal. Ich laufe jetzt erstmal so schön safe. So, der Block kommt jetzt hier wieder. Er macht ja eine ganze Runde, ne? Kann ich ja laufen. Oder? Doch, doch. Macht eine ganze Runde. Okay, gut. So, wieder diese Assi-Stelle. 13 Minuten Verschwendung. Geil. Habe ich Bock drauf. Übelst. Oh, nee. Ohne Worte. Ohne Worte. Es ist einfach nur krank. Mann, beweg dich schneller. Dankeschön. Safe. Gut. Ey, das ist krank. Das ist krank. Aber ich glaube, hier brauche ich Timing. Weil gerade eben bin ich da von an dieser Stelle auch gestorben. Ja. Okay. Komm, das ist jetzt die letzte Hürde. Okay, einfach nur durchlaufen. Ja. Okay, nicht alle verbrauchen. Oh Gott, Mann. Alter, meine Fresse. Oh, ey. Das Game macht mich fertig. Das Game macht mich sowas von fertig. Alter Schwede. Das lasse ich alles jetzt an Katrinne. Extra für die Fails. Für die Quote. Nee, das auch nicht, aber egal. Ja, Bilderbuch wurde ein neues Kapitel hinzugefügt. Hä? Rosalinas Vorgeschichte, oder was? Okay. Wird schon irgendwie so sein. Scheiße. Will ich jetzt überhaupt noch einen Stern machen? Ich weiß es nicht. Alles neu, ich hab's gecheckt, Mann. Ja, keine Ahnung, wo der sein soll. Ich mache es mal weiter. Aber ich mache jetzt nicht einen Komet freischalten, ich mache jetzt hier eine von denen. Welche? Ist eigentlich egal, oder? Den? Testblase. Testblase. Wie ich gut blasen kann, oder was? Alles klar. Wahrscheinlich. So, von der großen Blase geschüttelt. Hört sich voll komisch an. Nein. Nein, der Aufbau sieht scheiße aus. Nee. Schon der Aufbau sieht totaler Müll aus. Das wird nicht gut. Das wird überhaupt nicht gut. Ja, ich kann hier auf jeden Fall safe sterben. Danke für die Info. So, Absturzstelle oder was? War hier der Captain Toad drin oder wie? Komisch. Das ist irgendwie abgestürzt. Warum war in ein, zwei Galaxien das Teil am Schweben? Und plötzlich durch, keine Ahnung, hat der Autopilot nicht mal funktioniert und ist abgestürzt oder was? Oder wie darf ich das verstehen? Nee. Hier, Captain Toad ist aber auch wieder dabei. Der Wind weht stark, wenn sich von ihnen tragen. Wenn man sich von ihm tragen lässt, ist das bestimmt ein tolles Gefühl. Mehr oder weniger, das reißt sich eher in den Tod. Aber gut, ich glaube, Instant Death kann das sein. Ich will es lieber nicht versuchen. Ich glaube dem Schild schon. Sagt mehr als 1000 Worte, okay. Hey, wenn du die große Blase reiten willst, dann hör besser zu, was Schildbürger dir zu sagen hat. Wenn du in der großen Blase bist, drücke A. Damit bläst du Luft aus dem Sternenzeiger. Mit dieser Luft kannst du die große Blase von der Seite bewegen. Du musst vorsichtig steuern, aber es wird schon schief gehen. Oh nein. Oh nein. Das ist ja komisch. Oh,
Ich glaube, das wird ziemlich scheiße. Aber nicht so stark halt. Zum Glück ist das Boosten durch Drücken von A und nicht, dass die Reefer-Bedienung so ein Mikrofon so drin hat, wo man das so reinpusten muss. Ich glaube, das wird in der Facecam ziemlich dumm aussehen. Das geht eigentlich voll klar. Erstmal, nein. Ja, sonst komme ich ja nicht weiter. Also muss ich das ja so machen. Ach du Scheiße. Bei der kleinsten Berührung wahrscheinlich kann das sein. Alter! Chill! Ja, bei der kleinsten Berührung bin ich tot. Ach du Scheiße. Ja, komm, gönn dir. Gönn dir, gönn dir. Dankeschön. Ach du Scheiße. Oder ist das bei den Steinen egal? Nur bei den Kugelstacheln da? Ich hab keine Ahnung. Das ist, ey. Suizid ist das, Alter. Ja. Dankeschön. So, nur noch eins. Nein, 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 nein. Boah. Alter, Alter. Nein, 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 nein. Komm jetzt aber. Passt. So, ist es jetzt egal, ob ich sterbe oder nicht? Weil ich habe ja sowieso jetzt alle Sternteile. Konzentration. Konzentration. Komm, du schaffst das schon. Einfach durch mit dir. So, passt. Ah, hä, oder ist es bei den Steinen egal? Weil eigentlich wäre das ja schon berührt. Hä? Nee, ich will es auch nicht versuchen. Ich lasse es auch lieber. Oh, fuck. Ja, hier muss ich ja durch. Alter, das ist krank. Scheiße. Ich hab's geschafft. Glaube ich zu wissen, warte mal, hä? Hä? Hä, wo ist... Wo waren jetzt... Hä? Hä? Ja, wo ist denn der... Wo ist denn der jetzt hin? Oder ist der auf dem Extrafeld? Ich hab's jetzt nicht so... deutlich sehen können. Hä? Oder geht's hier auch weiter? Nö. Hä? Ach, da! Ja, okay, gut, dann ist gut. Okay, gut. Ich dachte schon, hä? Oh, eine Menge Sterne. Oh, es geht noch weiter! Alles klar, wahrscheinlich. Oh, nee. Aber ich bin gut durchgekommen. So bin ich hier recht gute Dinge. Aber ich will hier nichts sagen, sonst beschwöre ich hier noch das Karma und... Okay, da fängt schon an. Ach du Scheiße. Ja, jetzt komme ich aber nicht mal durch. Den muss ich ja nicht unbedingt einsammeln, ne? Das Timing ist hier ein bisschen beschissen. Komm schon. Nee, da geht die Blase ja gar nicht kaputt. Also es ist wirklich nur bei solchen Kugelstacheln da. Aber sonst gar nicht. Macht Sinn. Aber da wäre es ja noch schwieriger. Also ist es auch gut so, dass es nur bei diesen Stachelkugeln so ist. Gut so. Aber ich stelle mich gar nicht mal so scheiße an. Läuft gerade voll gut. Wie gesagt, ich will nichts heraufbeschworen hier. Sonst kommt das Karma und dann ist was los. Ah, okay. Was soll noch auf Zeit? Ja. Tot. Jetzt darf ich bestimmt alles nochmal von vorne machen, ne?
Stimmt. Oh ne, doch nicht. Wie so eine Art Checkpoint. Also, doch gar nicht mal so scheiße. Hä? What the fuck, Mann? Scheiße. Ey, jetzt... Jetzt bin ich nicht mehr so konzentriert. Weil ich denke, hier... muss das Level so schnell wie möglich hier noch beenden. Kannst du mal richtig mal kaputt gehen? Ah, jetzt. Gut. Ich glaube, ich muss da trotzdem noch irgendwelche Sternteile noch aufsammeln, kann das sein? Ich habe so ein ganz komisches Gefühl. Es ging jetzt aber von selber auf, ne? Kann ich hier durch? Ging das überhaupt was? Ey, da kommt man ja nur wieder zurück, lol. Hätte ich mir ja auch sparen können vorhin. Puh. Soll ich mir das One-Up holen? Wahrscheinlich nicht. Danke dafür. Ja, da kann ich mir das hier sparen. Hier. Direkt nach unten, hier für den Weg. Ist ja viel besser. Ey, Mann, ey! Nee, gut, dann scheiß auf das One-Up, ey. Meine Fresse. Es ist. Nee. Dann lass es gut sein. Scheiß auf das One-Up. Wir gehen jetzt so straight einfach durch. Mein Gott. Ist ja echt nervig. Jetzt diesmal kein Treffer. Danke dafür. Es war klar, dass ich das hier nicht im First Try schaffe. Aber es ist schon wieder zu lange jetzt hier, der Paar. Deswegen will ich den nicht hier so krass in die Länge strecken. Ach, da ist ja schon ein Stern. Ich hab's endlich geschafft. Ja, dankeschön. Oh Mann. Alter. Aber bei der ersten Phase lief's gut. Da bin ich nicht gestorben. Aber dann jetzt hier so 2-3 Mal. Oh Gott. Ich glaube, es wird auf jeden Fall definitiv immer schlimmer. Aber na egal, gut. Beenden wir diesen Abfuck-Part mit Risikokomet und dann das da. Aber ja gut, dann würde ich sagen mal wieder, wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen hoch, würde mich freuen. Wenn ihr neu auf diesem Kanal seid, würde ich mich gerne auch über ein Abo freuen und auch um keine Videos zu verpassen, auch gerne die Glocke aktivieren, wenn ihr Bock drauf habt. Und dann sehen wir uns hier wieder zu einem weiteren Part hier in Super Mario Galaxy. Bis zum nächsten Mal und ciao Leute, macht's gut.